Was geht, Mutanten und Mutanteretten? Ich habe gerade eben das vorletzte Video für dieses Jahr abgedreht, nämlich das neue Flashback Rap Mac und das letzte Video in diesem Jahr, das ist euch gewidmet, denn ich möchte Danke sagen und zwar aus tiefstem Herzen. Danke für eure Liebe, die ihr Mutant Television gezeigt habt, für eure Likes, für eure Shares, für eure Kommentare, für eure Abos, all das, was mich so unglaublich motiviert hat, immer weiterzumachen. Und ich kann sagen, wir haben wirklich ein ganz tolles Jahr hingelegt. Insgesamt kommen wir auf 23.000 Views, also 23.000 Mal sind meine Videos angesehen worden. 162 neue Abonnenten sind zur Familie dazugekommen. Shoutout an euch alle. Und 1.300 Stunden lang ist mein Material angesehen worden. Also das sind total verrückte Zahlen und zeigt wirklich, dass ich hier so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert habe. Und das ist grandios. Genau an dem Ort, wo vor einem Jahr diese Reise angefangen hat, drehe ich jetzt wieder das Video und ich will nicht nur Danke sagen, sondern ich will euch gerne einfach mal grundsätzlich erklären, was überhaupt der Sinn von diesem Kanal ist. Bevor du in wenigen Sekunden 10 Fragen und Antworten, mit deren Hilfe du garantiert Mutant Television verstehen kannst, sehen kannst, noch eine ganz kleine Information und zwar, es gibt eine neue Webseite und die nennt sich mutanttelevision.com. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung und Sinn des Ganzen ist es, alle Informationen und alles, was eben so passiert, rund um diesen Kanal an einem Ort zentral zu bündeln. Denn hier passieren nicht nur Dinge auf YouTube, sondern eben auch auf anderen Plattformen. Also check auf jeden Fall mutanttelevision.com aus und jetzt geht's los mit den Fragen und den Antworten rund um Mutant Television. Frage 1. In drei Worten, worum geht es auf deinem Kanal? Drei Worte, okay. Kultur, Politik und ich. Also mich. Frage 2. Welche Ziele verfolgst du mit Mutant Television? Ich würde sagen, ich verfolge zwei wesentliche Ziele mit dem Kanal. Das erste ist, Menschen aus total unterschiedlichen Ways of Life auf einer emanzipatorischen, libertären, positiven Plattform zusammenzubringen. Das ist so das eine zentrale Ding für mich. Und das andere ist, Teil von der Gegenöffentlichkeit zu diesem rechten Mainstream zu sein, der ja leider immer mehr Alltag geworden ist. Frage 3. Was sind deine ganz persönlichen Ziele? Na, weißt du, ich verstehe mich selbst als Musiker und im weitesten Sinne als Künstler. Und wenn man so eine Künstlerpersönlichkeit hat, ist kreativer Ausdruck das Wichtigste überhaupt, weil sonst gehst du einfach ein wie eine Primel, weißt du? Und es ist aber sehr, sehr schwierig für mich, mit Sachzwang und Lohnarbeit und dem ganzen Scheiß irgendwie einen richtigen musikalischen, kreativen Prozess zu entfalten, weshalb die ganze Zeit auch keine neue Musik von mir kam. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass Videos machen und dieses ganze YouTube-Ding zeitlich in sehr viel kürzerem Rahmen möglich ist. Und genau deswegen mache ich das, einfach um wieder kreativ sein zu können. Das ist mein ganz persönlich wichtigste Motivation. Und daneben ist es Teil meines politischen Aktivismus, auch das ist ganz klar. Aber drittens, und da brauche ich dir auch nichts zu erzählen, ich will raus aus der Lohnarbeit, ich würde mich gern frei machen aus diesem Ding, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang jemand anderes reich machen und deswegen möchte ich mir selber was aufbauen und das soll dieser YouTube-Kanal werden, von dem ich, wenn ich ein bisschen Glück habe, vielleicht sogar irgendwann mal leben kann. Frage 4. Welche Formate können wir in Zukunft von dir erwarten? Ich habe 2019 einfach extrem viel ausprobiert, viele verschiedene Sachen gemacht und mich jetzt entschieden, das Ganze runterzudampfen auf 4 essentielle Formate. 2 davon werden regelmäßig und wöchentlich erscheinen und die anderen beiden eher spontan. Und zu den beiden wöchentlichen gehört erstens das Flashback Rap Mac. Das gibt es jeden Mittwoch. Das ist die Hip-Hop-Show auf Mutant Television und dort gibt es News und so rund um das Thema Hip-Hop. Und immer freitags gibt es Mutant Talks und das ist das Interviewformat auf Mutant Television, wo spannende Leute aus ganz vielen Bereichen des Lebens spannende Geschichten erzählen werden. Und die beiden eher spontanen Formate ist erstens der Daily Mutant, eine Daily Show, die so oft, wie es mir halt irgendwie möglich ist, erscheinen wird. Dort kannst du Reactions sehen, da werde ich auch vloggen und
weirde Handwerksvideos machen, obwohl ich gar nicht sowas kann. Also so ein Kram, das wird es alles im Daily Mutant geben. Und dann haben wir noch On The Run. Dort gibt es Reisereportagen und Demo-Reportagen und sowas zu sehen. Also immer dann, wenn mich die Straße ruft, gibt es On The Run zu sehen. Wir haben in diesem Jahr das beispielsweise aus Portugal gemacht oder aus Berlin und so weiter. Und die Dinger, die erscheinen eben, wann immer ich unterwegs bin. Frage 5. Bisher war dein Kanal ja eher chaotisch. War das Absicht? Das ist eine vollkommen berechtigte Kritik, die ich in diesem Jahr immer wieder gehört habe und ja, einfach das Ergebnis von extrem viel Ausprobieren war. Ende des Jahres habe ich das dann auch selbst endlich gerafft, dass es da ein Problem gibt und habe dann angefangen, die Thumbnails zu vereinheitlichen, sodass, wenn jemand jetzt hier durch meine Videos schaut, auch wirklich auf den ersten Blick sehen kann, um welche Show es sich handelt. Das werde ich auch weiterhin so machen. Und zweitens habe ich mir angewöhnt, feste Uploads einzuführen. Also, dass das Flashback-Rap-Mac immer mittwochs kommt, dass Mutant-Talks immer freitags kommt. Also, dass du einfach was hast, worauf du dich verlassen kannst. Und auch dabei wird es natürlich bleiben. Aber was leider auch bleiben wird, ganz ehrlicherweise, weil ich mich kenne, ein gewisses Chaos ist leider nicht vermeidbar. Aber ich gebe mir wirklich große Mühe, das Ganze nutzerfreundlicher zu machen. Versprochen. Frage 6. Kannst du mir erklären, was der Sinn hinter Mutant Talks ist? Was wir ja momentan erleben, ist eine extreme Kälte in der Politik und eine extreme soziale und menschliche Kälte in der Gesellschaft. Und meiner Meinung nach hat das mit einem extremen Rückgang von Empathie zu tun. Empathie ist in den letzten Jahren immer mehr als Schwäche ausgelegt worden und ist aber eigentlich total essentiell und simpel eigentlich. Man muss sich einfach nur in anderen Menschen reinversetzen und überlegen, was macht das mit dem Menschen, wenn ich diese oder jene Sache tue? Denn Fakt ist, es gibt nicht eine Realität, es gibt super viele Realitäten. Und die Realität eines anderen Menschen zu verstehen, das wird dich im Kopf weiterbringen und das erweitert deinen Horizont. Und deswegen versuche ich in den Mutant Talks Interviews stellvertretend für den Zuschauer, mich quasi durch die Realität von interessanten Persönlichkeiten zu graben, um dann damit dafür zu sorgen, dass man eben in der Lage ist, den zu verstehen und wie die Welt aus den Augen von dieser Person, die mir da gegenüber sitzt, aussieht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich komplett aus der Gleichung rausgenommen habe. Man sieht ja auf Mutant Talks nur den Gesprächspartner, denn nur um den und seine Realität geht es. Und zweitens ist Mutant Talks für mich auch eine absolute Herzensangelegenheit, einfach weil ich versuche, dort gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern positive Antworten auf all die 7 Millionen Fragen in dieser saukomplexen Welt zu finden. Frage 7. Wie wird es denn in Zukunft weitergehen mit Mutant-Talks? Also erstmal möchte ich dir sagen, dass ich wirklich mega stolz bin auf dieses Format. Das ist das erfolgreichste auf dem ganzen Kanal und mittlerweile so wichtig geworden, dass es wie ein Katalysator wirkt für den Kanal. Leute kommen von außen rein, checken dann auch den anderen Content aus, hinterlassen oft Abos. Also das ist richtig, richtig cool. Und die Idee, Leute aus verschiedenen Ways of Life auf einer Plattform zusammenzubringen, die wird am meisten mithilfe von Mutant-Talks realisiert im Moment. Und deswegen werde ich in den nächsten Monaten da auch weiterhin viel Arbeit reinstecken, werde auch weiterhin spannende Persönlichkeiten auf den Mutant-Talks-Sessel einladen. Leute von großen Bands, aus der Politik, aus Gesellschaft, keine Ahnung. Wichtig ist, dass sie eine interessante Geschichte zu erzählen haben und das ist und bleibt das wichtigste Kriterium. By the way, wenn du da draußen irgendjemanden kennst, den ich mal unbedingt interviewen sollte und du kannst vielleicht sogar einen Kontakt herstellen, dann schreib mir gerne hier an das Video einen Kommentar und dann regeln wir das. Aber weißt du, es geht mir nicht nur darum, jetzt Prominente einzuladen oder Leute, die viele Klicks ziehen. Deswegen werde ich auch weiterhin emanzipatorische Gruppen und Initiativen und Personen einladen, einfach damit die sich so ein bisschen vorstellen können. Aber es gibt noch eine Nachricht, und zwar Mutant Talks ist ab sofort als Podcast auf Spotify und iTunes erhältlich. Das ist sehr geil, wie ich finde. Und damit hast du die Möglichkeit, dir das Ganze eben nicht nur als, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten Video anzuschauen, sondern das ganze Ding von unterwegs zu hören, ist vielleicht ein bisschen bequemer auch und dient natürlich ganz nebenbei dazu, die Inhalte von Mutant Talks einfach nochmal auf einer anderen Plattform zu verbreiten. Und da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt, welche Entwicklung dieser Podcast nehmen wird. Den Link und alle weiteren Details, den gibt's unten in der Beschreibung auf mutanttelevision.com.
Frage 8. Das Flashback Rap Mac bekommt nicht so viele Klicks und auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Warum machst du es trotzdem? Mutant Television ist das Fachmagazin für geile Scheiße und ich liebe Hip-Hop seit 1999 und normal ist Hip-Hop geile Scheiße und deswegen findet das auch hier statt. Also das wird immer seinen festen Platz hier haben. Mir ist auch scheißegal, wie viele Klicks das hat oder nicht. Jeden Mittwoch gibt es das Flashback Rap Mac und gucken wir mal, wie es weitergeht damit. Ich gebe zu, dass es alles noch nicht so, wie es sein soll. Da muss ich dran arbeiten. Ich wollte das niemals nur als Nachrichtenshow oder irgendwie sowas. Ich hätte da gern auch irgendwie Interviews mit Protagonisten oder mal ein Video von Jams oder so. Aber es gibt halt auch kaum noch Jams. Aber mir fällt da schon noch irgendwas ein. Hat einen festen Platz, wird auf Mutant Television bleiben. Safe, Alter, safe. Frage 9. Du hast dich die ganze Zeit gar nicht zu Mutant Telegaming geäußert. Was ist da los? Na, dazu habe ich bewusst nichts gesagt, weil die Reise ist erstmal zu Ende. Ich erkläre auch warum. Gaming ist für mich so eine Sache, wenn ich das spiele so, dann spüre ich richtig innerlich, wie so meine Lebenszeit doppelt so schnell runterläuft, weißt du? Gaming ist so eine Sache für mich, die will ich machen irgendwie als alter Mann so, wenn ich so ein Strandhaus habe und so, dann hänge ich ab und dann will ich zocken und so. Aber ey, jetzt ist noch nicht dieser Moment für mich gekommen und ich fühle es einfach nicht im Moment. Weißt du, ich habe mir dieses Jahr nach meinem Krankenhausaufenthalt eine Sache geschworen. Ich werde nie mehr Dinge machen, die ich einfach nur tue, um Klicks zu bekommen oder um regelmäßigen Content an den Start zu kriegen. Das war nämlich die Motivation, mit Mutant Telegaming hier auf dem Kanal anzufangen. Das werde ich nicht mehr machen und deswegen hat das für mich keinen Platz. Und als ich mich entschlossen habe, das nicht mehr zu machen, da hat sich das richtig erleichternd und befreiend angefühlt, dass ich nicht den Stress hatte, so ein Video obendrauf auch noch zu produzieren. Und ganz ehrlich, ich mache lieber zwei Daily Mutants mit einer Reaction und irgendeinem Dummscheiß, den ich erzähle, als irgendwie ein Gaming-Video. Und ich glaube, die Leute haben es auch ein bisschen gespürt so, weil ich halt auch super unprofessionell bin und gar nichts kann und auch gamingmäßig voll die zwei linken Hände habe und deswegen macht das für mich keinen Sinn, irgendwie das weiterzumachen. Frage 10. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage, Johnny. Wie schaffst du es eigentlich, so ein geiler Typ zu sein? Alex, vielen Dank, dass du dich getraut hast, diese Frage anzusprechen. Die kursierte ja auch in der letzten Zeit in der internationalen und auch in der lokalen Presse. Ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bei Facebook und Instagram bekommen. War extrem anstrengend, jetzt gerade auch in den letzten Wochen. Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es nicht so richtig eine Antwort gibt. Ich würde sagen, es ist einfach diese ganz einmalige Kombination aus extrem hoher Intelligenz, Treffsicherheit immer und in allen Dingen, also grundsätzliches Recht haben so. Ich bin ja auch Schütze und man sagt ja, Schützen sind im Vergleich zu allen anderen Sternzeichen 30% schöner und davon bin ich auch gesegnet worden. Ein Glück, dass es mir so geht. Ja, und ansonsten viel wenig Schlaf und Kieselerde nicht benutzen, das auf gar keinen Fall. Und ja, also das sind alles so ganz einmalige Faktoren, die dazu führen, dass ich bin. Eine Prise niedriges Selbstbewusstsein noch mit in diesen großen Topf reinrühren. Ja, und dann kommt dann da sowas Perfektes wie ich bei rum. Das waren 10 Fragen und 10 Antworten, mit denen du garantiert Mutant Television verstanden hast. Ich bedanke mich dafür, dass du dir dieses Video angesehen hast und möchte nochmal Danke sagen für die ganze Liebe, die ihr mir 2019 gegeben habt. Und jetzt wünsche ich dir ganz persönlich ein ganz erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2020. Pass auf dich auf und denk auch manchmal darüber nach, was das, was du machst, mit einem anderen Menschen macht. Mein Name ist Johnny Mutante. Danke für alles. Peace. Die Kameraeinstellung. Aber sie haben doch den Preis des Bürgermeisters bekommen. Wie wird es da in Zukunft weitergehen? Ich möchte eine Antwort darauf. Oh, du arme rote Wand.